Ihr wollt wissen, wie das Ganze mit den Nvidia Gamecodes abläuft, warum es bei uns keine Gamecodes gibt und ja, was wir tun, dass wir das vielleicht doch noch hinbekommen. Alles zum Thema Nvidia Spielebundles in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Krotus Computer. Das heutige Video soll mal wieder so ein bisschen PC-Shop, Behind-the-Scenes-Informationen sein. Und zwar geht es um das Thema Gamecodes zu Nvidia-Grafikkarten. Ich habe hier schon mal zwei Karten hingestellt, eine RTX 4080, eine 4060 Ti und Nvidia, AMD macht das teilweise auch, aber bei Nvidia ist es meistens prominenter, bietet oftmals zu bestimmten Grafikkarten immer als Bonus an, dass ihr einen Spielecode für ein aktuelles Spiel erhaltet. Aktuelles Beispiel ist Diablo 4, wo es gerade da im Bundle läuft. Diablo 4 ist auch ein super beliebtes Spiel. Manchmal sind da auch Spiele drin, die nicht so beliebt sind, aber gerade aktuell Diablo 4. Und wir bekommen viele Nachfragen, ey, wenn ich bei euch einen PC kaufe mit der Grafikkarte, bekomme ich auch diesen Code, wie sieht das da aus? Und ja, das wollte ich jetzt einfach in diesem Video alles mal aufklären, wie das so alles abläuft, wie das früher war, wie das aktuell ist, wie das für Händler ist und wie das Ganze da funktioniert. So, falls ihr häufiger sowas sehen wollt, aber auch PC-Vorstellungen sehen wollt, Tests von interessanten Themen, die euch in, ja, beim PC bauen oder bei der Auswahl der Zusammenstellung für den PC helfen können, dann lasst doch jetzt mal ein Abo da und aktiviert die Glocke. Da gibt es jeden Sonntag von mir ein neues Video. Und falls ihr noch mehr über uns erfahren wollt, mit uns in Kontakt kommen wollt, Fragen habt zu PC-Zusammenstellungen, zu Teilen, bei PC-Problemen oder sonst irgendwas, kommt auch gerne in unseren Discord-Server, Link unten in der Beschreibung. Da verlose ich auch einmal im Monat meine YouTube-Einnahmen. Die nächste Verlosung steht an. Das Codewort dafür lautet Nvidia. Jetzt habt ihr es gehört, also geht mal auf den Discord, schaut die neueste Verlosung an, gebt das Codewort an und vielleicht gewinnt ihr dann. Aber starten wir jetzt mit dem Video. Thema Gamecodes bei Nvidia. Das Ganze hat schon eine lange Tradition. Das hat Nvidia schon vor 10 Jahren gemacht, dass es diese Spielecodes dabei gab. Ist von Nvidia einfach eine Sache, wo sie sagen, ja, wir wollen einfach die Sales promoten von Karten, seien es von neuen Karten oder teilweise gibt es das ja auch, wenn die Karten schon ein bisschen auf dem Markt draußen sind, dass wir da einfach die Sales promoten wollen, dass einfach die Leute sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für eine neue Grafikkarte, weil es gibt gerade die Aktion als dabei. Und ich sag mal, klar ist natürlich auch, Nvidia wird da auch mit den Publishern von den Spielen zusammenarbeiten, also jetzt aktuell, wie gesagt, Diablo 4, wenn ihr das, also die normale Version kostet 60 oder 70 Euro oder sowas. Nvidia wird nicht 60 oder 70 Euro dafür bezahlen, sondern relativ wenig, weil ich sag mal, es ist natürlich auch für den Publisher eine Werbesache. Dadurch ist Diablo 4 natürlich noch mehr im Munde, weil es halt von Nvidia mitbeworben wird mit den Grafikkarten, die Leute darüber reden. Also es ist auch für den Spielehersteller natürlich von Vorteil, wenn sein Spiel es mit da als Bundle gibt. Oder ich meine, sagen wir, euer Kumpel kauft sich eine Grafikkarte, es gibt das Spiel dabei, der zockt das, oh, super geil, lasst mal zusammen zocken, voll cool, ihr kauft euch das dann normal, so, ne? Also, ist für den auch, das heißt, Nvidia gibt hier nicht 60, 70 Euro für irgendein Spiel aus, sondern die werden relativ wenig dafür bezahlen, sondern der Publisher will das noch schön subventionieren, das lohnt sich für die auch, ne? Aber ich sag mal so, für Endkunden ist das natürlich eine coole Sache. Es wird dann manchmal gerechnet, ja, dann ist die Karte ja günstiger wegen dem Spiel. Naja, das könnt ihr machen, wenn ihr euch das Spiel so oder so gekauft hättet, ne? Also wenn ihr euch jetzt so oder so Diablo 4 gekauft hättet, dann macht das Sinn. Es gab davor ein Bundle mit irgendeinem komischen, ich glaube, irgendeinem Western-Spiel oder sonst irgendwas. Das ist ein totales Scheißspiel. Das hat, weiß ich nicht, ein Sterne-Bewertung, dieses Spiel, weil das totaler Kack ist. Totaler Rons, sonst irgendwas. Ich glaube, da hätte keiner auch nur einen Euro für ausgegeben für dieses Spiel. Da lohnt es sich dann natürlich gar nicht, ne? Aber ganz früher, wie gesagt, schon 10 Jahren oder so gemacht, war das so, da gab es ab und zu dann nicht nur Spiele, sondern auch für Free-to-Play-Spiele Ingame-Währung. Also es gab da mal für so Free-to-Play-Shooter dann irgendwelche Ingame-Credits oder ich kann mich ganz erinnern, damals schon ewig ja für World of Tanks gab es dann mal so irgend so ein Panzer und so Premium-Spielzeit Ingame-Gold. Also bei so Free-to-Play-Spielen, die haben ja immer einen Shop, wo du für echt Geld was kaufen kannst. Und dann gab es da Ingame-Währung im Wert von 100 Euro oder sowas, ne? Das soll natürlich auch darauf abzielen, ey, die Leute sollen dann dieses Spiel zocken, sollen das geil finden und sollen dann dadurch angefixt werden und in Zukunft noch was holen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass bei diesen Ingame-Shop-Sachen wahrscheinlich sogar
die Spielehersteller noch Nvidia bezahlt haben, dass sie diese Aktion machen dürfen. Ja, nur bei diesem, wo es wirklich hier um aktuelle Spiele geht, wahrscheinlich Nvidia vielleicht dafür noch ein bisschen was bezahlt hat. Wobei, da habe ich keine gesicherten Informationen. Das kann ich jetzt auch nur, so wie ich das denke, sagen. Ich kann aber sagen, dass es ganz früher dann so war, dass es diese Codes, es war eine Pappkarte, wo ein Code drauf war, wo man sehen konnte, okay, das ist das Spiel, das sind die Boni, das ist der Code, ne? Also es war wirklich so eine Karte, wo dann der Code drauf stand und für das und das Spiel und das gab's da. Und du bist wirklich einfach mit diesem Code zu dem Spiel gegangen und hattest entweder den Code von dem Spiel wirklich, dass du es damit runterladen konntest, oder bei diesen Free-to-Play-Sachen hast du dann in deren Shop auf Code einlösen geklickt, hast diesen Code eingegeben, hast es bekommen. So, das war wirklich so eine Pappkarte. Und jeder, der diese Karte hatte, klar, ein Code war nur einmal einlösbar, ne? Konnte das dann haben. Der Distributionsweg war so, also es ist ja so, Nvidia produzierte die Grafikkarte nicht selber, sondern die wird ja von Partnern, wie jetzt zum Beispiel hier jetzt KFA oder hier MSI, hergestellt. Diese Partner werden irgendwo in Asien, wird das produziert, dann kommt das zum Beispiel hier zu einem Großhändler nach Deutschland, der importiert das aus Asien, der verteilt das dann weiter an die Fachhändler oder PC-Bauer wie jetzt wir, und der Endkunde kauft es dann da. So. Und der Distributor hier in Deutschland war es dann so, der hat, weiß ich nicht, 1000 Nvidia-Grafikkarten importiert und hat dann von Nvidia 1000 von diesen Codes dazu bekommen. So, ne, wirklich einfach, weiß ich nicht, Karton, wo 1000 so Dinger drin waren. So. Das Ganze hat aber zu Problemen geführt, weil es da teilweise Distributoren gab, die dann halt unter der Hand weitergegeben haben, einfach so, ohne jetzt die mit Grafikkarten zu bundeln, oder die so verkauft haben, weil ich meine, jeder, der diesen Code hatte, konnte es einfach einlösen. Und du konntest ja sagen, weiß ich nicht, du hast jetzt irgendein Spiel gehabt, was normalerweise 60 € kostet, und wenn du jetzt diesen Code für 20, 30 € einfach verkaufst, dann bist du ja viel günstiger. Und ob jetzt jemand, der das Spiel eh kaufen will, diesen Code von Nvidia kauft oder sich halt in den Laden geht und das kauft, oder weil Steam das kauft oder so, ist ja im Endeffekt vollkommen Wurst, ne? So, das fand natürlich weder Nvidia gut, noch fanden das die Spielehersteller gut. Vollständigerweise. Weil damit natürlich auch viel, ja, Probleme eben gab, weil da haben, wie gesagt, das war das Problem bei den Großhändlern, dass die einfach damit rumgegangen sind. Das war aber natürlich so, dass auch kleine Händler was bekommen haben, ne? Weil der Großhändler hat seinen Pool an Codes bekommen. Und dann hat er einfach gesagt, ah, hier, ne, dich kleiner Händler, ich finde dich cool, hier, du kriegst mal 10 Codes. So, auch wenn du vielleicht nur 5 Grafikkarten gekauft hast oder sonst irgendwas, ne, kannst du mal irgendwie gut Kunden, gibst du dir mal so einen Code als Goodie, so, ne. Händler hat sich natürlich gefreut, war nicht Sinn der Aktion. Aber da war es so, dass die Verbindung natürlich gerade von kleinen Händlern wie uns zu Distributoren natürlich relativ gut ist. Du hast deinen Ansprechpartner da, du kennst dich, du bestellst da jede Woche Ware und also und pipapo. Und dann ist immer mal, ey, ich habe hier gerade was für dich, hier kannst du mal ein bisschen was kriegen und so, ne? Dann läuft das, ne? Dann funktioniert das, da ist ein Kontakt da. Zu Nvidia ist kein Kontakt da. Das ist die Ebene, ist viel zu weit oben, ne? Und da hat es auch funktioniert. Da haben auch kleinere Shops was bekommen. Und wie gesagt, da gab es dann immer wieder zu viele Probleme, zu viele schwarze Schafe, ne, dass es eben nicht funktioniert hatte. Waren auch teilweise kleine Händler, haben da was bekommen und haben dann gesagt, ja, ich bin irgendwie so ein kleiner Shop, wo einmal am Tag einer reinkommt und was kauft. Ich muss jetzt mal ein bisschen Kohle verdienen. Ich habe jetzt 10 von diesen Codes bekommen. Ich packe die jetzt mal auf eBay rein oder sonst irgendwas und verscherbel die da. Ja, ist halt da nicht so geil gewesen und deswegen hat Nvidia gesagt, das machen wir nicht mehr. Das ist doof. Also sind sie zum nächsten Schritt gegangen und haben gesagt, wir arbeiten nur noch mit ausgewählten Endkundenhändlern direkt zusammen oder PC-Bauern direkt zusammen, ne? Also überspringen diesen Distributorweg, sondern haben da vertrauenswürdige Händler und geben denen direkt die Codes. Das hat dafür gesorgt, dass die kleineren Shops wieder raus waren, weil die haben keinen Kontakt zu Nvidia. Da kommt Nvidia nicht hin und sagt, ey, hier willst du nicht Codes haben, sollen wir da nicht irgendwas machen, sondern du hast nur diese größeren Shops. Das waren aber damals noch mehr Shops. Da war es so, die haben dann einfach diese Codes digital bekommen. Da gab es dann nicht mehr diese Pappkarten, sondern die haben die digital bekommen. Und da ist es so, dass die einfach dann, du hast eine Karte da gekauft, du hast einen PC gekauft und hast einfach eine E-Mail bekommen mit, hier ist dein Code. Das war aber immer noch der normale Code, den du einfach eingeben konntest. Also der normale Code, den du dann bei Steam eingeben konntest zum Beispiel, oder den du, wenn es jetzt eine Ingame-Währung war, da eingeben konntest und dir das einfach holen konntest.
So, beziehungsweise sie haben es dann später so gemacht, was aber nicht viel anders war. Du musstest auf so eine Seite von Nvidia gehen, hast diesen Code da eingegeben, hast deine E-Mail-Adresse angegeben und hast den Spielecode zugeschickt. Ist im Endeffekt Wurst gewesen, weil jeder, der einfach diesen Code hatte, konnte einfach auf diese Nvidia-Seite gehen, den Code eingeben, hat seine E-Mail-Adresse angegeben, hat den Spielecode bekommen. Ist ne Wurst, es war vollkommen egal. Und da wurde dann immer noch nicht mehr von den Distributoren, Händlern, da war alles in Ordnung, aber da wurde dann von den Endkunden diese Codes einfach bei eBay oder G2A oder wie diese ganzen Marktplatz, Kinguin und wie das alles heißt, diese Keyshops, wie die alle heißen, wurden von den Endkunden dann diese Keys da angeboten, weil da war irgendein, keine Ahnung, gab auch mal Batman dabei oder sonst irgendwas. Waren aktuelle, also es waren immer wirklich aktuelle Spiele, nicht irgendwelche Gammel 5 € Indie-Titel, sondern immer aktuelle gute Spiele. Und aber vielleicht magst du das Spiel nicht, vielleicht bist du kein Fan von, weiß nicht, Batman Arkham Asylum oder wie das damals hieß, ne? Aber das Spiel hat trotzdem 50 € gekostet. Dann hast du gesagt, ja, ich habe jetzt die Karte gekauft, den Code bekommen, ich habe, weiß ich nicht, 500 € für die Karte gekauft, bezahlt. Wenn ich den jetzt einfach bei eBay oder Kinguin da reinballer und einer verkauft mir den für 30 ab, da habe ich nur noch 470 für die Karte bezahlt. Das ist doch gut, ne? Und dann haben halt die Endkunden ihre Codes da verkauft und das hat dann halt auch funktioniert, weil jeder konnte ja einlösen. Fand Nvidia dann auch irgendwann nicht mehr so geil, weil, naja, sie wollten ja nicht, dass damit noch Geld gemacht wird, ne? Und die Spielehersteller werden auch gesagt haben, ey, was ist denn das für eine Kacke? Wir wollen hier euren Kunden was Gutes tun. Und im Endeffekt, nachher Leute, die sich für 50 € das bei Steam gekauft haben, holen das jetzt für 20 € oder 30 € bei irgend so einem dubiosen Shop, wo das irgendein Typ reingestellt hat. Und wir haben dir am Ende den Code noch gratis gegeben oder für 5 € verkauft oder so. Ne? Das ist scheiße. So. Nachvollziehbar. So, und dann hat Nvidia irgendwann gesagt, okay, es funktioniert nicht mehr, wir müssen es ganz stark restriktieren. Und das ist der Stand, auf den wir heute haben und der für kleine Ränder wirklich für den Arsch ist. Weil der Stand heute ist nur noch die Nvidia-Partner, die du in Deutschland einer Hand abzählen kannst, bekommen von Nvidia die Codes und es sind spezielle Codes, die du nur in GeForce Experience einlösen kannst. Wenn du eine Grafikkarte, für die das richtig ist, im System drin hast und dann musst du dich mit deinem Account verknüpfen und das sofort wird das in deinen Account, oder du kriegst keinen Code, es wird einfach sofort in deinen Account aktiviert. Also besteht gar keine Möglichkeit mehr, dass du damit irgendwas weitergeben kannst, weil du musst wirklich diese Karte im System haben und naja, die hast du ja nur, wenn du die gerade gekauft hast. So, ne, sonst hast du ja nicht, einer, der einen 5 Jahre alten PC hat, hat ja nicht, und dann halt nicht so eine Karte gekauft, dann hat die ja nicht im System. So, und selbst wenn du dir diese Karte gekauft hast und du willst eigentlich diesen Code nichts, bringt es dir nichts, weil du kannst sie nicht einfach einlösen und kriegst einen Code, den wer anders einlösen kann, weil, naja, der hat ja dann die Karte nicht im System. Und die zweite Sache ist, du musst halt direkt deinen Battle.net, Steam, Origin, was auch immer Account verknüpfen. Es wird einfach direkt da reingeladen. Du hast nie einen Spielecode in den Händen. Und mit diesem Nvidia-Code kann dann sonst keiner was anfangen. Deswegen ist es quasi unmöglich, die zu verkaufen. Die einzige Chance wäre halt, weiß ich nicht, dein Kumpel, den du persönlich kennst, hat sich so eine Karte gekauft, will das nicht, kommt mit seiner Karte nach Hause zu dir, baut die bei dir in den PC ein. So, gibt diesen Code ein, du meldest dich mit deinem Account an. Aktivierst das, dann baut er die wieder aus, du baust wieder deine Alter und er geht wieder zu sich nach Hause. Aber ja, ganz ehrlich, das ist natürlich so unwahrscheinlich, ne? Und so verschwindend gering, da kann man sagen, okay, du vollständig schützen kannst du dich nie, ne? Aber da ist es schon so, ist es halt aktuell nicht mehr möglich, dass irgendwie andere mit diesen Codes irgendwas anfangen können, ne? Also, das ist da wirklich, dieser Handel wurde damit wirklich unterbunden und das findet auch aktuell, muss man sagen, quasi nicht mehr statt. Na, das ist aber sehr, sehr schlecht, weil es sind aktuell wirklich nur noch die, also in Deutschland, die Riesenhändler, sowas wie Mediamarkt, Saturn, Notebooks Billiger zum Beispiel, die wahrscheinlich Tausende von Karten im Monat verkaufen, die bekommen noch die Codes. Oder wenn es bei PC-Shops geht, wirklich diese PC-Shops, die Zehntausende PCs im Jahr machen. Ne, oder die 10.000 PCs im Monat machen, so, ne, also die ganz anderes Level haben als wir, ne, die eben da direkten Kontakt zu Nvidia haben, die auch Sales-Aktionen mit Nvidia haben, also keine Ahnung, ihr habt es bestimmt schon mal gesehen, also ich kriege immer einen Anfall, du installierst GeForce Experience und in der Treiberinstallation wird dir irgendein PC-Angebot von unserem riesen PC-Shop da hier jetzt mit Nvidia-Grafikkarte günstiger oder sowas angezeigt, so. Solche Shops sind das, die bekommen diese Codes, so.
Ich hätte gerne diese Codes und ich würde sie auch an niemand weitergeben. Ich würde sie nur an Leute geben, die hier eine Karte mit dem PC kaufen. So, ich würde da jetzt keinen Scheiß mitbauen oder so. Ne? Aber also ich bekomme die halt nicht. Ich gehe zu meinem Distributor hin und sage dem, ey, ich hätte gerne einen Code. Sagt er, ich bekomme keinen Code. Kann ich dir nicht sagen. Frag mal beim Hersteller. Jetzt haben wir zu MSI in Kontakt und er hat gesagt, ey, ich kriege von MSI, ich kriege von hier von euch Grafikkarten. Könnt ihr klar machen, dass sie diese Codes bekommen? Nee, wir bekommen die selber auch nicht. Musst du bei Nvidia nachfragen. Jetzt habe ich einen Kontakt von einer Dame von Nvidia bekommen. Der habe ich meine Mail geschrieben und habe mal ganz nett angefragt. Aber ich bin da ganz ehrlich, ich mache mir da keine großen Hoffnungen. Ne? Also es wäre natürlich super geil. Ich habe da ganz nett hingeschrieben und ich will jetzt auch nicht irgendwie noch die, also diese großen Shops bekommen bestimmt noch irgendwelche Cashbacks und Rabatte und alles in Arsch reingeblasen. Ja, ist cool, aber möchte ich gar nicht. Also wäre natürlich schon geil, aber ich muss ja als kleiner Shop, kann ich ja nicht sagen, ich will das jetzt auch alles haben. Ne? Aber mir würde schon reichen, wenn ich sagen würde, ey, ich kaufe jetzt hier, weiß nicht, 100 Nvidia-Karten im Monat, ich kriege 100 Codes, könnte für eure Kunden als Goodie mit dabei geben. So, ne? Einfach, ich möchte ja den Kunden was Gutes tun, weil es geht ja darum, wenn die Leute, also es kommt halt einfach von unseren Kunden, die anfangen und sagen, ey, ich würde gerne einen PC bei euch kaufen, aber ich hätte gerne das Game mit dabei, kriegt ihr das? Und dann muss ich immer sagen, nee, sorry, wir bekommen keinen Code, ich kann dir das nicht geben, auch wenn ich das gerne geben würde. Und da kann ich auch verstehen, wenn die Leute dann sagen, boah, finde ich nicht so toll, ich kaufe den Rechner vielleicht irgendwo anders, wo es das dann mit dabei gibt. Und wo ich sage, das ist halt, damit machst du kleine Händler wie uns halt einfach kaputt, weil, ja, dann werden halt diese großen Händler immer noch weiter gepusht, ne? Und wir als kleiner Shop haben da einfach keine Chance. Wie gesagt, ich habe jetzt eine Mail von einer Dame von Nvidia bekommen, habe da mal hingeschrieben, mal nett nachgefragt, habe erst noch keine Antwort bekommen. Vielleicht bekomme ich auch gar keine Antwort, vielleicht sagen die, ach was, Krotos Computer, was sind das für Idioten, gar keinen Bock denen zu antworten, ne? Was sind das für Pisser, haben wir gar kein Interesse dran, ne? Vielleicht schreiben sie einfach zurück, so ja, danke, aber nein. Das ist halt einfach so, dass aktuell wirklich nur diese Top-Riesenshops sind. Was wir jetzt teilweise mit ein paar Kunden gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, naja, wir können es dir halt so machen, zum Beispiel hier eine 4070, du bestellst die bei einem Händler, der das halt dabei gibt und lässt sie hier zu uns liefern. Und bei uns, wir machen den PC einfach um den Preis der Grafikkarte günstiger. Und weil wir müssen ja nicht einkaufen dann. Und verkaufen den quasi den PC ohne Grafikkarte. Du lässt die aber zu uns schicken. Und wir bauen dann die Grafikkarte, die du quasi zu uns bestellt hast, dann mit ein in deinen Rechner. Und du bekommst ja dann von dem Händler den Code. Kannst du zu Hause eingeben. Und wir machen halt deinen restlichen PC. Und du hast quasi so einen fertigen PC. Ja, funktioniert irgendwie so. Aber da musst du natürlich sprechen. Und der Kunde muss Bock drauf haben. Und muss da bereit sein. Und ja, das ist jetzt natürlich nicht die optimale Lösung, wie man sowas machen sollte. Ne? Und das kannst du natürlich auch nicht, also das funktioniert für die meisten Leute natürlich auch nicht, die sagen, ja, ich will halt einfach ein Ding kaufen, das soll funktionieren. Und dementsprechend ist das natürlich da problematisch, dass es für kleine Händler einfach nicht funktioniert und dass es mir auch leid tut. Ich würde gerne diese Codes geben, aber es funktioniert nicht. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen dargelegt, wieso die Politik von Nvidia ist, warum es vielleicht auch dazu gekommen ist, aber was ich daran nicht so toll finde. Ich hoffe, ihr supportet uns trotzdem und sagt, okay, ihr kauft trotzdem bei uns einen Rechner, auch wenn ihr den Code nicht dabei bekommt oder sagt vielleicht, okay, wir machen dann so eine Lösung mit, ihr bestellt die Karte hier hin und wir machen es dann im Preis der Karte günstiger oder so, ne, machen dann so eine Lösung, wenn ihr unbedingt den Code haben möchtet, oder das nächste Bundle ist halt wieder irgendein Spiel, was keinen interessiert, dann ist es auch nicht so relevant, ne? Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch weitergeholfen, hat euch ein bisschen mal reingebracht, wie läuft sowas ab, wie funktioniert das, warum ist das alles nicht so einfach. Und ja, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare unten. Findet ihr, wir sollten diese Codes bekommen und Nvidia sollte uns da mal ein bisschen die Tür aufmachen und uns da mal ein paar Codes gönnen oder nicht. Schreibt gerne eure Meinung unten rein. Ja, in dem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Gebt gerne einen Daumen hoch und dann sehen wir uns nächsten Sonntag im weiteren Video. Ciao.